Bonjour, liebe Würmchen. Mein Name ist Jean-Luc Marc de la Champagne und ich kann euch versprechen, heute wird es spritzig. Heute wird es saftig. Wie soll das denn gehen? Und heute wird es richtig dreckig. Ah, ich muss würgen, Leute. Garçon! Nicht kleckern. Okay, deswegen ist hier alles weiß? Du meinst wohl nicht kleckern. Könntest du bitte aufhören, so zu sprechen? Das macht mich wahnsinnig. An dieser Stelle möchte ich mich schon mal bei meinen französischen Fans entschuldigen. Excusez-moi. Weinberg, deine heutige Aufgabe wird sein, ich habe die 10 schwerst zu essenden Gerichte rausgesucht, die es gibt auf der ganzen Welt. Mhm. Und wenn du mehr als 3-mal kleckerst, hast du sofort verloren. Werde. Wir beginnen mit Gericht Nummer 1. Der Burger. Den habe ich dir mit Liebe zubereitet. Du bist echt eine Beleidigung für alle, die den Beruf Koch erlernt haben. So, Meinberg. Ich weiß nicht, ist es auf dieser Welt schon irgendeinem Menschen gelungen, einen Burger zu essen, ohne zu kleckern? Also kniggelmäßig wäre jetzt, den Burger oder allgemein das Essen zum Mund zu führen. Aber wenn man nicht kleckern will, ist so essen klüger. Wenn du ihn in der Hand hast, zieh ich den Teller weg. Wieso das denn? Ja, klar. So. Wie soll das denn gehen? Meinberg, ab jetzt zählt's. Ups. Was ist das? Meinberg! Ja. Was ist das? Das Spiel hat 2 Sekunden gedauert. Ja, und was siehst du den Teller weg? Was siehst du denn den Teller weg? Kleckerer Nummer 1 nach 2 Sekunden von Gericht Nummer 1 von 10. Perfekter Start. Gericht Nummer 2, Salat. Mit Dressing. So. Natürlich gibt es Messer und Gabel für dich, Sebastian. Oh, Messer und Löffel. Du musst ein Salatblatt essen. Boah, das gibt ein Unglück. Ich könnte natürlich auch erstmal das Dressing hier abtropfen lassen. Das ist vielleicht auch eine gute Taktik. So, jetzt lassen wir das hier in Ruhe abfließen. Hey, hey, wie soll man das essen? Wie soll man das essen? Es wird heute ein schneller Tag. So, und jetzt schön klein zu einem Würfel pressen. Ich bin ja oft in der gehobenen Gastronomie unterwegs und da spricht man von der Rollwickel-Kugeltechnik, um eben einen Salat zu essen, ohne zu kleckern. Wusste Marc nicht, aber ich schon. Das ist jetzt der Ball und der muss rein. Was ist das für ein Sound? Gericht 2 erfolgreich abgeschlossen. Falsch! Von rechts bedienen, von links abräumen. Das schneide ich sicher raus. Schau bitte her. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gruß aus der Küche, sehr schwierig zu essen. Einfach nur, weil ich Bock drauf hab. Du bist ein Penner. Du bist ein Penner. Das Schöne ist ja, wenn man hier der Boss ist, dass man Sachen machen kann, die einfach nur Spaß machen. Das hat doch wieder nichts mit der Challenge zu tun. Nichts. Das ist jetzt nicht einfach, da nicht zu kleckern. Ihr nehmt einfach diese Chilischote und dann esst ihr sie einfach. Schön, Meinberg, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das Gesicht. Schaut doch mal nochmal die Chili-Bestrafung an. Oh. Feuer! Oh nee, das ist scheiße jetzt. Oh. Alter! Oh. Frechheit. Madame et Monsieur, Gericht Nummer 4, ein Klassiker unter den Tischdeckenbeschmutzern, der Schaschlikspieß. Ja, ich mach's aber anders. Wenn du dich fragst, wo Nachbars Katze ist. Jo. Keine Sorge. Das ist keine Katze. Ich weiß, wie Katze schmeckt.
Scheiße. Sebastian, hast du Lust auf ein bisschen Katzenfutter? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Linsensuppe aus der Linsenbergen. Sebastian, du musst nur ja eine Gabel voll mit Linsen. Eine Gabel Linsensuppe. Ja. Und pass auf. Was ist das denn? Es ist eine Drehgabel. Die funktioniert ja klasse. Und die bestelle ich mir auch. Die Drehgabel, die sich ab und zu dreht und meistens stehen bleibt, für nur 9,99 Euro. Die ersten 10 Anrufer erhalten einen Drehlöffel gratis, der sich auch nicht dreht. Niemand erhält hier was gratis, verdammt. Da ist der Anknopf. Dreh dich jetzt, sobald sie mit Wasser in Kontakt. Dreh dich! Dreh dich! Nein! Oh! Scheiße! Mann! Gericht Nummer 6. Oh, eine koffeinhaltige Brause. Richtig. Wichtiger Tipp vom Fachmann: nicht schütteln. Das ist so eine Scheiße. Ich bin ein Event-Gastronom. Lass es dir schmecken. Also ungefähr so. Also aber klein, die Dose. Und nicht lachen. Nee, und nicht lachen dabei. Also in der Theorie ist es eine sehr gute Idee, einfach den Mund so zu machen und dann aufzumachen. Aber vor der Praxis habe ich ein bisschen Angst. Oh, dann muss ich aber saugen. Mann, wer explodierst du? Was machst du? Alter, das gibt's doch nicht, dass da nichts rauskommt! Und jetzt, mein lieber Marc. Es gibt's doch nicht! Genieße ich. Nein! Meine Dose Cola. Leute, ich lass mir was einfallen. Okay, was kommt jetzt? Ich war im Wald. So, Beine auseinander. Ja, jetzt beug dich mal runter zum Teller. Will ich nicht. Ich kann das auch so. Wir kommen zu Gericht Nummer 7. Eine Spezialität der französischen Küche. Eine Faux. Alle Ingredients, die da drin sind, rausessen. Genau, flitschig. Einfach in Ruhe abtropfen lassen. Oh! Stopp! Stopp! Halt, stopp! Getropft! Getropft! Hier! Mein Berg! Ja, es überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Leckerer Nummer 2. Oh, jetzt kommt wieder die Oscar-reife Darbietung. Madame et Monsieur. Oh, der Granatapfel. Le Apple de Granat. Hast du schon mal gegessen? Ja, aber da hatte ich kein Brett unterm Kinn. So, in der Sterneküche isst man ja auch gerne mal kleinere Portionen. Wurde mir explosiver versprochen. Ich präsentiere Krapfen. Feinere den Krapfen mit frischer Marmelade, die ich gezapft habe. Nein. Du nimmst ihn von hier runter und er wird ganz gegessen. Leute. Boah, nee. Das ist mein größter Spaß, dass du würgen musst. Hast du noch Hunger für die Entscheidung? Die Entscheidung!
das letzte Gericht, Sebastian. Ja, so komme ich mir vor. Der Endgegner, Le Spaghetti. Hier ist dein Besteck. Nimm's doch mal. Hier ist dein Besteck. Absurd. Das ist nicht geil. Sitze ich hier eine Stunde lang in deinem blöden Studio rum, fress die ganze Scheiße, um dann hinterher hier alles voll zu kleckern, weil ich mit diesen Meterstangen da arbeiten muss. Der Sebastian darf noch exakt einmal kleckern. Beim zweiten Mal hat er verloren. Jo. Drei Gabeln. Alles klar. Los geht's. Es ist einfach ein verdammt langer Weg von dem Teller mit der Teleskopgabel in den Mund. Und auf dieser Strecke kann viel passieren. Die Spaghetti sind kurz. Beim nächsten Mal hältst du es hier hinten fest. Nein! Scheiße, mein Mann, ich glaube, ich verliere. Nicht den Tag vor dem Abend loben. Und eine Gabel für den Markt? Nein, verpiss dich! Nein! Das gibt's doch nicht! Jawohl! Jawohl! Scheiße! Verdammt, das! Ehrlich, hab ich wieder gewonnen! Komm hier, da! Oh, ich hab gekleckert! Ah, Mensch, alles voll gekleckert. Yo, und jetzt Aftershow-Party! Catering ist ja auch schon da und ihr seid auch herzlich eingeladen, indem ihr einfach da auf Abonnieren klickt. Hier oben musste die Ari sau viel essen. Ja, genau, da ist auch ein interessantes Video. So, und ich mache jetzt hier die Kerzen aus wegen Feuerschutz und so, weil Safety first geht bei uns ja immer. Zack!